Manuel, du bist Geschäftsführer von der Deutschen Bahn, Digital Ventures. Aber jetzt erstmal vielleicht ein Blick in die Zukunft hinsichtlich der Mobilität. Was glaubst du, ist da jetzt so der Trend für 2017, 2018? Was wird sich da durchsetzen? Ich glaube, man muss das ein bisschen trennen unter urbane und Peripherie-Mobilität, also gerade in ländlichen Regionen und so weiter, was da passiert. Im urbanen Raum sehen wir natürlich, dass sich sehr viel innerstädtisch entwickelt. Carsharing-Themen funktionieren schon eine Weile. Das Thema Mobility on Demand wird sehr stark kommen. Wir werden uns verabschieden von Haltestellenkonzepten, von Fahrplänenkonzepten, datenbasierte Abrufgeschichte. Das passiert ja mittlerweile auch schon mit Dienstleistungen, die gerade auch im Startup-Umfeld hier entwickelt werden. Dann glaube ich, dass so das Thema autonome Fahren sicherlich bald eine Rolle spielen wird. Aus meiner Sicht vielleicht sogar auch erstmal diese Peripherie, also eher außerhalb der Städte. Wo wir einfach sehen, dass da viel Mobilitätsbedarf ist, zu den Hubs zu kommen. Wie kommt man dahin? Man hat viele Bussysteme zum Beispiel laufen, die morgens und abends ausgelastet sind, tagsüber aber nicht. Wie löst man das Thema? Und gerade das aus der Geschäftsmodellbasis ist da für mich so ein Knackpunkt, wo ich autonomes Fahren sehr gut platziert sehe momentan. Aber ich glaube, das sind so die zwei Ausprägungen, die in den nächsten Jahren, in dem Zeitraum, den du gerade beschrieben hast, eine viel größere Relevanz bekommen, vielleicht als heute wir uns so vorstellen. Und wie habe ich mir das jetzt vorzustellen, wie die Deutsche Bahn darin mitmischen will? Also wie will sie da ansetzen mit eigenen Mobilitätskonzepten oder vielmehr durch die Förderung von Mobilitätskonzepten? Also wir sind ja erstmal eine klassische Eisenbahn, da kommen wir her, so heißen wir ja auch, Deutsche Bahn, ja, eine ganz, ganz große Tradition da drin, sind ja auch sozusagen aus einem staatlichen Hintergrund gekommen. Unser Auftrag ist, Mobilität im Land möglich zu machen, für jedermann möglich zu machen, haben einen Gesellschaftsauftrag. Und was wir jetzt vorhaben, ist, wir müssen sozusagen verändern von einer reinen Bahn hin zu einer Mobilitätsdienstleister. Also das ist ein ganz großer Begriff, was heißt das jetzt? Sagen, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen? Genau, und jetzt haben wir zum Beispiel eine Beteiligung bei Clever Shuttle, die sozusagen schon im urbanen Raum anfangen, über Sammeltaxi-Konzepte, andere Mobilitätsdienstleistungen anzubieten, als wir es normalerweise tun, in Form einer Bahn oder in Berlin beispielsweise über eine S-Bahn-Konzepte. Ja, da fangen wir also an, schon sehr viel detaillierter in den urbanen Raum zu gehen. Und was wir nächstes Jahr erreichen wollen, ist eigentlich ein Portfolio an Unternehmensbeteiligungen. Das ist sozusagen unser Job, den wir als Fonds haben, der uns also diesen Shift kommen lassen oder wachsen lassen von einem klassischen Mobilitätsanbieter oder von einem klassischen Eisenbahnanbieter hin zu einem wirklich großen, umfassenden Mobilitätsanbieter uns entwickeln zu können. Was sieht im Endeffekt nachher der Endverbraucher? Sieht ihr dann auch noch, dass da das Label von der Bahn drauf ist? Oder kannst du vielleicht mal umschreiben, was der in den nächsten Jahren angeboten wird? Genau, also ich glaube nicht, dass es immer notwendig ist. Ich glaube, die Deutsche Bahn-Marke hat ein gewisses Ausstrahlungslevel, gerade für die Bahn selber. Es ist ein riesengroßer Brand. Ich weiß nicht, ob 99,9% der Deutschen diesen Brand kennen, aber nah dran wird es sicherlich mal sein. Ja. Aber nicht alles wird sofort mit uns assoziierbar sein. Gerade wenn wir in den urbanen Raum noch viel, viel tiefer reingehen, wenn wir neue Mobilitätskonzepte anbieten, dann ist es nicht notwendig, dass immer der Deutsche Bahn-Brand mit dabei ist. Aber über den Fonds haben wir sozusagen Beteiligung an diesen Unternehmen und wollen ja auch bewusst manchmal die Marke ein bisschen zurücknehmen, weil sie für gewisse Sachen steht. Der Name gibt es ja schon her, Deutsche Bahn. Und für viele Sachen steht er vielleicht erstmal noch nicht. Insofern wollen wir auch bewusst neue Marken zulassen, um auch das Portfolio relativ groß spielen zu können. Genau.